Hi Josh, was war heute los? Wie erklärst du das Spiel? Es ist hart, die Worte zu finden, aber ich denke, heute, das war nicht die Wolfsburg, was haben wir gemacht die ganze Saison. Die ganze Saison, wir waren sehr aggressiv, wir haben viele Zweikämpfe gewinnen. Gegen Bayern München müssen wir die Zweikämpfe gewinnen, sonst wir kriegen sechs Tore. Und heute, das war wirklich, wirklich hart, das tut extrem weh, aber müssen, was können wir machen? Das ist schon vorbei und jetzt müssen wir die 3 Punkte holen gegen Düsseldorf. Das ist Fußball, manchmal wir gewinnen, manchmal wir verlieren, aber heute wir haben... Das ist schwer, weil wir haben nicht gespielt, wie wir haben die ganze Saison gespielt. Das war nicht das Wolfsburg und darum geht es, dass wir sind sehr traurig. Es gibt viele Dinge. Wir waren heute einfach schlecht, haben die zweiten Bälle nicht bekommen, waren einfach zu mutlos. In jedem Belang waren wir zu unkonzentriert, waren nicht präsent genug und somit hatten wir keine Chance. Nächste Woche dann Düsseldorf. Worauf kommt es da an? Wie schafft man so eine Niederlage jetzt schnellstmöglich abzuhaken? Ja, was ich sage, das Einzige ist auch, dass du das wieder auf dem Platz sehen lassen kannst. Und was ich sage, wir sind auf einem guten Weg und dann hoffe ich und bitte lass es mal so ein Spiel sein und dass wir nächste Woche alle wieder da sein. Und da habe ich Vertrauen in, was ich sage, was ich glaube in uns und was ich glaube in unsere Mannschaft. Aber was heute los war, ja, was ich gerade gesagt habe, das darf nicht wieder passieren. Ich glaube, wir werden jetzt morgen das alles analysieren. Ist auch bitter nötig nach dem Spiel. Und dann geht es einfach von, haken wir das Ding ab, weil dass wir hier nicht herkommen und Bayern München herspielen, ist ganz klar. Nur die Art und Weise natürlich, die waren nicht gut, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich denke, wir müssen einfach weitermachen. Wir haben noch 9 Spiele vor der Brust, wir haben jetzt gegen Düsseldorf ein Heimspiel und das wollen wir gewinnen.